Kinder, hier ist Tante Tanni und ich habe eine tolle Geschichte für euch. Sie heißt Abrams Altäre. Den Merkvers finden wir in den Psalmen, Kapitel 100, Vers 2. Dient dem Herrn mit Freuden. Die Geschichte will uns sagen, gläubige Familien beten Gott gemeinsam an. Wo betet deine Familie Gott an? Habt ihr einen besonderen Ort für die Familienandacht? Wo betest du am Sabbat an? Abram hatte keine Gemeinde, in die er gehen konnte. Er hatte dazu nicht einmal ein Zimmer in einem Haus. Aber er betete Gott überall an, wo er hinkam. Und er brachte auch andere dazu, Gott anzubeten. Abram, seine Frau Sarai und sein Neffe Lot reisten viele Tage lang. Manchmal gingen sie zu Fuß. Manchmal ritt Sarai auf einem großen Kamel. Diener liefen hin und her, damit die Schaf- und Ziegenherden beisammen blieben und nicht davonliefen. Lasttiere trugen die Zelte und ihren ganzen Besitz. Manchmal liefen Menschen herbei, um sich die große, seltsame Karawane anzusehen. »Wer bist du?«, fragten sie Abram. »Wohin gehst du?« »Ich bin Abram«, antwortete Abram. »Ich bete den einzig wahren Gott an, der im Himmel lebt. Er hat mich aufgefordert, mein Haus in der Stadt Ur zu verlassen und in ein neues Land zu ziehen. Ich gehorche seinen Worten.« Die Leute, die ihm zuhörten, hatten noch nie von Abrams Gott gehört. Manchmal sagten sie, »Erzähl uns mehr von deinem Gott.« Einige der Menschen, die Abram zuhörten, entschlossen sich, Abrams Gott auch anzubeten und schlossen sich Abrams großer Karawane an. Nach einer langen Reise erreichten Abram und alle, die bei ihm waren, schließlich das Land Kanaan. Sie zelteten neben einer großen Eiche an einem Ort, der Sichem hieß. An diesem Tag erschien der Herr Abram. Er zeigte in alle Richtungen. »Abram«, sagte Gott, »ich gebe dieses Land deinen Kindern und deinen Enkelkindern und deren Kindern.« Abram sah, dass die Leute, die im Land Kanaan lebten, Götzen anbeteten. Sie beteten ihre Götzen sogar bei der Eiche an, wo der Herr Abram erschienen war. Doch Abram betete ihre Götzen nicht an. Stattdessen errichtete er bei diesem Baum einen Altar für den wahren Gott. Er legte ein Lamm auf den Altar und er und seine Familie beteten Gott dort an. Als Abram diesen Ort wieder verließ und die Kanaaniter zurückkamen, um ihre Götzen anzubeten, sahen sie den Altar, den Abram für den wahren Gott errichtet hatte. Sie wussten, dass dort der lebendige Gott angebetet worden war. Abram, Sarai, Lot, ihre Diener und alle Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, reisten weiter hinein in das Land Kanaan. Gott führte sie. Er zeigte Abram das ganze Land, das eines Tages seinen Kindern gehören würde. Jedes Mal, wenn sie ihre Zelte aufschlugen, baute Abram einen Altar und betete dort mit seinem Gefolge Gott an. So wie Abram errichteten auch die Menschen, die heute zum Volk Gottes gehören, besondere Stätten, um Gott dort anzubeten. Unsere Gemeinde ist eine davon. Wir kommen jede Woche hierher, um ihn anzubeten.